Hallo! Jingle Bells, Jingle Bells. Gott, mach jetzt Pullover süß, ne? Der Rudolf. Ja, also es hat einen bestimmten Grund, warum wir uns jetzt hübsch gemacht haben. Da hat sich die Haare gekämmt. Die anderen sind jetzt auch noch oben und machen sich fertig. Kannst ruhig mal gucken, Carla. Neue Bücher angekommen. Also, wir werden jetzt gleich zum Fotoshooting fahren. Also wir haben einen Fototermin gebucht und wir machen ja zu jedem Weihnachtsfest so ein Familienfotoshooting als Geschenk für uns. Einfach total schön als Erinnerung und auch nur von den drei Kindern. Auch eine richtig schöne Erinnerung, besonders wenn man dann so den Sprung sieht von einem Jahr auf den anderen. Das ist ganz schön krass, wie die Kinder so wachsen. Und dieses Mal haben wir uns noch was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar werden wir auch ja, so eine Weihnachtskarte machen, wo wir eben auch alle zusammen drauf sind als Familie. Und diesen Weihnachtsgruß werden wir versenden. Wir hatten uns das ausgedacht für unseren Shop, dass alle Bestellungen, die so ein Schmuckstück enthalten, so von diesen Ketten, die wir haben, ich habe jetzt heute Roségold an, dass jede Bestellung so eine Weihnachtskarte von uns bekommt. Ja, ich hoffe, du freust dich darüber. Wir haben uns das ausgedacht für die Community. Ich glaube, das ist ganz süß. Vor allen Dingen, weil sich auch ganz viele diesen Schmuck zu Weihnachten gewünscht haben. Es auf ihrer Weihnachtswunschliste steht, das weiß ich schon, für sich selbst oder eben auch der Partner Bescheid weiß, dass es ein Weihnachtswunsch ist. Und ich glaube, das ist dann ganz süß, wenn eben dann auch nochmal so eine Weihnachtsgrußkarte von uns mit drin ist. So meine Idee. Und die Aktion gilt auch ab heute, wenn das Video online geht. Dann sind die Weihnachtskarten auch fertig. Also alles weitere, wie lange die Aktion dauert etc., das schreibe ich nochmal in die Infobox rein. Und ich werde auch nochmal auf Instagram Bescheid sagen. Aber heute ist erstmal das Fotoshooting angesagt. Jetzt muss ich natürlich wieder warten auf den Rest. Wir Mädels sind schon fertig. Elisa wird auch richtig schick gemacht. Johann macht sich auch schick. Papi macht sich natürlich auch schick. Der muss sich auch noch schick machen. Johann! Bist du fertig, mein Schatz? Für Fotoshooting. Willst du dir nochmal was anderes anziehen? So ein bisschen was Festlicheres, Weihnachtlicheres? Johann hat gerade so ein Motorrad auf dem Shirt. Ich weiß nicht, ob das... Wir wollten jetzt auch nicht nur so ein Standbild haben, wo wir alle zusammen sind, sondern wir haben auch extra so einen Tannenbaum gekauft aus Plastik und werden den dann da hinstellen als Deko. Und dann haben wir noch so ein bisschen Schmuck hier drin. Das werden wir mitnehmen und dann vor Ort auch einmal an den Tannenbaum hängen. Also es soll ja schon richtig festlich aussehen. Es ist ja wirklich so ein richtiger Weihnachtsgruß. Johann, willst du das tragen? Ja. Mit dem Schriftaufzug? Ich weiß nicht, ob es besser ist, wenn wir nichts mit Schriftaufzug tragen, Mensch. Ich habe nichts ohne Schrift. Mami, das wir haben! Oh, Elisa. Ja, die Mütze passt schon mal, ne? Ist ja derselbe Stoff vom Bambi-Kleid. Kannst du aufziehen, wenn du möchtest. Aber wir haben gleich noch eine andere Mütze für dich, Elisa. Da haben wir uns noch was ausgedacht. Wie? Das meinte ich eben. Wir werden nämlich alle so eine Weihnachtsmütze tragen. Sind leider alle in derselben Größe, also für Erwachsene. Das heißt, für die Kinder brauchen wir noch Sicherheitsnadeln. Ich ziehe mal kurz an, ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Ich hoffe, das passt mir. Ich habe nämlich so einen großen Kopf, dass mir ganz viele Mützen immer nicht passen. Ja, passt. Knapp, aber passt. Oder sehe ich komisch aus? Freust du dich über eine Weihnachtskarte, wenn ich so aussehe? Hier, total weihnachtlich, Justus. Ich bin schon voll weihnachtlich. Jetzt ärgert es mich, dass ich nicht sowas habe. Siehst du, Justus, ja. Es ärgert ihn, dass er keinen Weihnachtspullover hat. Hast du das gehört? Das letzte Mal hast du dich noch drüber lustig gemacht, hier genau. Über meinen Rudolf. Und jetzt bist du neidisch, ne? Jetzt bist du neidisch. Ja, jetzt hätte es gepasst. Für dieses eine Foto. Gut. Bist du jetzt fertig? Du gehst doch nicht mit dem T-Shirt, Justus. Sieht doch fein aus. Heiß geworden. Süß, oder? Oder nicht? Foto, Foto, Foto. Foto, Foto, Foto. Hallo, Foto. Ihr beiden Mäuse. Nur ich freue mich gerade. Okay. Los, 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 los. Los, 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 los. Schneller, 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 schneller. Wo machen wir wieder Fotos? Da, wo wir immer Fotos machen lassen. Wir kennen uns ja schon. Wir wissen ja, wie wir drauf sind. Ach, wir müssen noch die Karte mitnehmen. Karte? So eine Speicherkarte. Ich wollte nämlich gerne die Fotos selber bearbeiten. Da muss ich nämlich nicht warten. Dann kann die Fotografin für uns fotografieren und ich bearbeite die Fotos dann zu Hause einfach. Das
Es geht los. Sind wir zu spät? Na, endlich. Was ist los? Machst du hier Rock'n'Roll? Ja. Entschuldigung. Da müssen wir hier Auto fahren. Tannenbaum ist hinten drin, ne? Ja. Nur der ist ein bisschen zusammengefallen. Sind wir gleich da. Justus, komm. Der Hund mag die Wahl. Ist ein bisschen auseinandergefallen. Komm mal her, Matze. Oh, guck mal, wie süß. Was süß. Komm mal raus da jetzt. Komm, du musst jetzt nicht raus. Lotte raus jetzt. Komm, geh nach oben. Elisa, kikik! Ja, super süß! Guck mal, du hast so schöne Kinder, Justus. Guck doch mal, du guckst ja gar nicht. Ich glaube, Elisa findet das nicht mehr schön. Oh, der Blitz ist ganz schön doll. Ja, wir machen jetzt erstmal die Kinderfotos. Das sind die Fotos. Bist schon dran gewöhnt an das Blitz? Ich ein bisschen. Ja. Die haben wir wirklich jedes Jahr, also alle drei Kinder nebeneinander. Das sind dann unsere Fotos für uns. Die Quatschfotos kommen dann später. Ha, ha, Elisa, hier, geht. Ja, süß, super süß. Baum steht. Muss nur noch geschmückt werden. Sieht ganz hübsch aus eigentlich. Ja. Sehr verschneit, aber... Ja, aber dann kommen die roten Sachen zur Geltung. Ja, ne? Machen wir gleich noch drauf. Und jetzt gibt es erstmal Einzelfotos von den Kindern. So, jetzt. Johann ist der Erste. Elisa gleich auch, ja? Ja. Darf ich ihn auch ein bisschen schmücken? Ja, natürlich. Hier. So, jetzt nochmal entspannt. Eine kleine Glocke. Elisa auch. Elisa auch. Ja. Okay. Ah, super. Braucht nur hier zu schmücken. Also auf der Rückseite braucht nicht unbedingt zu schmücken. Ne? Mhm. Können wir eigentlich vor unseren Weihnachtsbaum nehmen oder muss das immer? Ja, Elisa ist auch gleich dran, ne? Elisa hat sich schon bereit gemacht. Ja, auch so stehen. Aber das ist nachher mal so ein Seitenscheitel. Ja, keine, so viele Haare gibt es hier nicht. Warte. So, ist gut. Und jetzt einmal schön. Wisst ihr, Lisa, sie sieht schön aus. Oh, Elisa. Entertainment-Programm läuft. Elisa gibt schon Papi Kommandos, ja, dass er jetzt lächeln das muss. Soll ich machen, ja. Das macht normalerweise die Mami, ja? Papi lächeln. Papi lächeln. So? Ja. Das ist mit dem großen Ohrensessel, wo der Vater drin ist. Ja. Das ist ein von seiner Familie. So, Johann, Clara, kommt ihr auch? Dieses Apfelpapi. Ja, Elisa hat auch einen Apfel, ne? Jetzt guck mal da in die Kamera. Okay. Ich will nur überall sitzen und dann. Ja. Genau. Eins hat euch. Ganz toll. Haben wir schon? So. Mhm. Ja, schnell. Würde ich sagen. Wappa. Oder? So, Max. Wir sind mehr in die Mitte. Wir sind doch eine Vereinigung. Eine Vereinigung? Eine Gesellschaft sind Leute. Jetzt nochmal, Bär, wenn du möchtest. Familienfoto haben wir schon. So. Jetzt, und jetzt auf kommen die Weihnachtsfotos. Ich ziehe mich wieder um. Meine Rudolf ziehe ich jetzt wieder an. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wir wollen erst das Quatschfoto machen. Sowieso nichts, kein Problem. Ziehen wir auch diese Mitten hier an, Mami? Ja. Was ist hier? Ist zu groß, ne? Ein bisschen zu groß. Ein Plastikbaum kommt für Justus übrigens absolut nicht in Frage. Als echten Weihnachtsbaum. Obwohl, ich finde das gar nicht so schlecht gerade. Echt? Mhm. Aber der riecht natürlich nicht so lecker, ne? Riecht so ein bisschen nach Plastik. Schick, Elisa. Zeig mal, Elisa. Elisa, guck mal. Oh, schick! Lisa hat noch ein rotes Kleidchen bekommen, damit es auch richtig schön festlich aussieht. Ja, genau. Und jetzt machen wir Grußkarte, ne? Das werde ich jetzt nicht so viel mitfilmen, weil das ist ja eine Überraschung. Oh, Justus, guck mal, du siehst so... Der Zipfel muss an der Seite, das sieht komisch aus, Justus. Wie so ein Wichtel. Ja. Was, das extra? Nee, das war... Das war aus Versehen. Ich weiß, nein.
zur Seite. Du hast kein Hutgesicht. Das sieht irgendwie nicht aus. Ich habe kein Hutgesicht. Ich sollte also keine Mützen haben. Alles klar? Stimmt, jetzt weiß ich, woran du mich erinnerst. An so ein... Pervers. Nein. Was denn? Sieht schon so ein bisschen komisch aus, ne? Also, um ehrlich zu sein. Jetzt ein Quatschfoto. Sind durch. Das war schon das Quatschfoto. Oh. Das war richtig süß geworden. Das war genau 12 Sekunden gedauert. Da. Hat jetzt voll lange gedauert mit den Fotos. Aber es ist richtig, richtig gut geworden. Wir waren 2 Stunden jetzt beim Foto machen. Hast du alles? Ja, Johann, Clara, ihr dürft ruhig mithelfen. Gib mal bitte deinen Schlüssel. Ja, wir wollen jetzt auch noch Essen holen. Fast Food gibt es heute. Okay, also es ist wirklich schon spät. Die Kinder haben Hunger. Das ist die beste Lösung. Ach, die Lecker. Ja. Das ist mein Lieblingsbuch, Mami. Ach, das mit dem Einhorn. Elisa hat auch ein Lieblingsbuch. Wie süß. Können wir uns gleich mal alles genauer angucken. Ja, Clara, jetzt wollen wir, glaube ich, erstmal essen. Hier steht noch nicht vorbildhaft das Essen von heute Mittag rum. Achso, Justus und ich haben Döner besorgt. Also die Kinder wollten unbedingt Fast Food. Döner ist ja auch Fast Food, aber... Ja, dann packen wir aus. Ja, dann können wir mal zeigen, was ihr euch ausgesucht habt. Lecker Pommes. Also so Chicken Wings, das mögen Johanna und Clara total gerne. Noch mehr Chicken Wings. Noch mehr Chicken Wings. Haben wir noch Pommes. Papi kennt sich besser aus. Das ist ein Mega Burger. Ein Mega Burger. Oh, der ist dann hier nochmal eingepackt. Bacon Burger. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal zeigen, was wir essen. So sieht das aus. Okay, das hat sich... Ja, noch was. Habt ihr euch das bestellt? Ja, Bacon Burger. Okay, dann hier. Clara. Oh, Döner. Lecker. Guck es ja. Ja, dir geht es auch so. Yum. Und ein Lachschmackkuhn oder. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, dieses Lachschmackkuhn, ne? Mit Feta. Können wir auch mal zeigen. Komm, wir machen jetzt den Zuschauern richtig Appetit. So sieht das aus. Da ist dann auch gefüllt. Wrap-mäßig. Richtig lecker. Wir lassen uns jetzt schmecken. Ich hoffe, wir haben euch keinen Hunger gemacht. Ich fahre jetzt los zum DM. Entschuldige bitte, dass ich gestern nicht mehr weiter gevloggt habe, aber es war schon so spät und ja, wir haben nur noch Abendroutine gemacht. Und ich war auch ein bisschen müde, um ehrlich zu sein. Aber heute vlogge ich weiter. Ich war ja schon ganz lange nicht mehr bei DM. Ich weiß nicht, ich hatte keine Lust oder auch nicht so die Muße. Ich brauche jetzt aber ein paar Sachen nach. Also einmal mein Make-up brauche ich unbedingt nach. Dann noch so ein paar Q-Tips und also eigentlich nichts Besonderes. Deshalb, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so spannend wird. Aber ich werde dir das auf jeden Fall noch später zeigen, was ich eingekauft habe. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Also die Kinder sind im Kindergarten und in der Schule. Und das ist ja so meine Freizeit jetzt. Ja, mal gucken, was ich so Schönes finde. Vielleicht gibt es da ja ein paar schöne Sachen. Ich bin komplett ausgerastet. Hier, guck mal. Das ist meine Tüte. Ich dachte, ich komme jetzt mit, weiß ich nicht, ein paar Q-Tipps nach Hause. Und jetzt ist die Tüte super mega voll. Ich zeig dir jetzt alles. Ich habe auch viele Sachen da gefunden, die wollte ich eigentlich gar nicht, aber ja, die gab es da einfach. Warte, wie stelle ich dich denn jetzt am besten hin? Kannst du mich sehen? Nee, so, hier unten. Oh, ich freue mich so. Da gibt es gerade auch wieder so ganz viel Deko für Weihnachten. Und hier oben sind schon so ein paar Sachen. Also ich fange jetzt einfach an, ja? So Krümel, Krabbel hier rein. Du merkst, ich bin da. Also, Geschenkpapier habe ich gekauft. Guck mal, das ist so hübsch. Das ist so Berge und Tannenzapfen und dann eben auch noch mit Glitzer. Ja, Glitzer kommt immer gut an. Das ist aber so ein kurzes, aber wir wollten so ein paar Bilder von uns verschenken, so eingerahmt. Das sieht dann immer ganz hübsch aus und dann reicht eigentlich auch so ein kurzes. Clara ist übrigens schon oben, habe ich schon abgeholt. Ich habe ein bisschen länger gebraucht bei DM. Ja, weiter geht's. Langweilige Sachen, zeige ich dir nur ganz schnell, so einfach so Tücher. Obwohl die Boxen eigentlich ganz hübsch sind, ne?
Finde ich sehr, sehr hübsch. Dann habe ich das hier gefunden. Guck mal, wie hübsch das ist. Also ich werde die an den Tannenbaum aufhängen. So habe ich mir das zumindest vorgestellt. Ich habe erst kurz überlegt, sind sie vielleicht zu groß? Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Vor allen Dingen unten am Tannenbaum haben wir immer so sehr, sehr große Kugeln. Und jetzt sind es eben auch Sterne. Wir wollten nämlich dieses Jahr in die Richtung weiß-rot gehen beim Tannenbaum. Wir haben fast jedes Jahr irgendwie eine andere Farbe. Aber ich glaube, das sieht richtig gut aus. Guck mal, das glitzert auch so. Und davon habe ich jetzt 3 Stück geholt. Weil ich finde, so ja, ungerade Zahlen an Baumschmuck sieht immer natürlicher aus, als wenn man irgendwie das so eine gerade Zahl hat. So, ja, 3 Stück, total hübsch, total hübsch. Die gab es auch in so einem Goldton, also falls du in Goldton gehen möchtest, genau dieselben gibt es da auch. Total schön, allein die schon, ne? Oh, allein die schon, da freue ich mich so. So, dann habe ich noch so Schnee gekauft, also so Watteschnee, wie heißt das? Engelshaar. 2 Packungen habe ich mir geholt, einfach zur Deko. Da wollen wir da wieder auf den Kommoden drauf einfach das verteilen und dann ja noch ein paar Figürchen draufstellen. Dann habe ich da eine nette Dame getroffen. Sie war da auch am Einkaufen und ich weiß nicht wie, aber irgendwie kamen wir ins Gespräch und dann stand sie da bei den Wattepads und sie meinte, ja, sie kauft die zum Basteln. Und dann meinte ich, ja, was machen Sie damit? Und dann meinte sie, sie möchte damit Weihnachtsmänner basteln. Also das Große hier ist dann der Bauch und dann kommt ein kleines drüber, das ist dann der Kopf. Toll, oder? Ich finde die Idee super. Und dann musste ich gleich auch die Großen kaufen. Also die Kleinen brauche ich ja sowieso. Und dann habe ich die Großen jetzt auch noch für den Bauch. Voll süß. Sieht bestimmt niedlich aus. Lametta. Das gab es auch noch in Gold und in anderen Farben. Aber ich will ja dieses Jahr in dieses Silber, nicht Silber, Silber nicht, sondern Weiß-Rot. Weil Rot wärmt dann nochmal das Weiß auf. Weil nur Weiß wäre mir zu kalt. Also ja, das Silberne verteile ich wahrscheinlich auch auf diesem Engelshaar so ein bisschen, damit es da auch schon glitzert. Dann habe ich Brottüten gekauft. Vielleicht erinnerst du dich an das letzte Jahr. Da hatte ich ja auch solche Brottütensterne gemacht. Da ist sogar so ein Aufkleber davon. Also eigentlich sind das Brottüten, da kann man, weiß ich nicht, Brot reintun. Wofür braucht man die eigentlich normalerweise? Ich weiß es nicht. Also wir kaufen die immer nur zum Basteln. Ich hätte am liebsten auch noch weiße gehabt, weil die weißen Sterne immer sehr, sehr hübsch aussehen. Aber rote Sterne an Weihnachten sieht bestimmt auch gut aus. Für einen Stern braucht man ja immer 7 Brottüten. In einer sind 24 Stück drin. Also habe ich jetzt 2. Geht nicht ganz auf, aber ich wollte auf jeden Fall nochmal gucken nach weißen Brottüten. Brottütensterne. So, und dann habe ich noch, das zeige ich dir gleich, das hier. Also da gab es ganz viele so Keksausstecher-Sachen. Das ist total niedlich. Das sind so Stempel für Kekse in verschiedenen Formen. Ich glaube, da werden wir mit Spaß haben. Also die Kinder werden damit Spaß haben. Da habe ich nochmal so ein Set gekauft mit verschiedenen großen Sternen. Dann habe ich das hier, Linsenausstecher. Jetzt müssen wir nicht mehr unsere Linsenkekse komisch ausstechen mit irgendwelchen Flaschendeckeln und sowas. Da mussten wir uns ja immer irgendwie mithelfen, ne? Jedes Jahr. Jetzt haben wir so richtig schöne. Und dann habe ich noch was viel, viel Süßeres gekauft. Warte, das muss ich hier erstmal raussuchen. Ah, da ganz unten. Kram, Kram, Kram. Oh! Ist das nicht niedlich? Ein Lebkuchenmann. Da haben die Kinder bestimmt dran Spaß. Sogar mit Augen und Mund. Total süß. Okay, dann habe ich noch normale Sachen gekauft, obwohl das auch nicht normal ist. Das ist Winterfruchtpunsch Holunder. Ich probiere das mal aus. Weiß nicht, ob es gut schmeckt. Also Alkohol ist nicht drin. Das war mir wichtig. Ansonsten, denke ich mal, schmeckt das ganz fruchtig. Mal gucken. Vielleicht berichte ich nochmal auf Insta-Stories. Dann habe ich mir sowas hier gekauft. Und zwar sind das ja diese Nasenstripes, wo man sich so die Mitesser so mit rausziehen kann. Hatte ich früher immer sehr oft benutzt. Und habe ich gute Erfahrungen damit gemacht. Jetzt wollte ich den einmal ausprobieren. Vielleicht hast du ja auch sowas schon mal ausprobiert. Dann kannst du mir mal schreiben, was du besser findest. Und dann habe ich noch mal Zahnseide-Sticks geholt. Die sind immer für unterwegs für mich ganz gut. Zu Hause nehme ich die normalen Zahnseide am Strang. Aber für unterwegs sind die toll. Also ja, wenn man essen isst oder so, dann hat man halt was zwischen den Zähnen. Dann kann man mal schnell ins Bad. Dann habe ich nochmal, ja, achso, solche Verschlüsse gekauft. Ich habe gar keine Verschlüsse, ist das komisch. Ich habe immer nur die Tüte so umgeklappt.
Aber ganz viele haben mir geschrieben, Nancy, du brauchst solche Verschlüsse, damit das auch wirklich zu ist. Ist besser, ne? Deshalb habe ich mir jetzt so ein Set gekauft. Gibt es große drin und auch nochmal so kleinere. Das ist langweilig, Zahnpasta. Oh, das hier. Kreidemaler. Ja, ich werde auch dieses Jahr wieder mit den Kindern diese Fensterbilder malen. Mit Kreidemalern. Letztes Jahr hatten wir ja so ein Vorlagenheft. Machen wir hier so richtig schöne Verzierungen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber es sieht wirklich toll aus. Und die Kinder haben auch Spaß daran, das zu malen. Und sieht einfach wirklich, wirklich toll aus. Q-Tips. Wie immer die Nature Q-Tips, weil sie einfach toll sind. Dann habe ich ganz viele Masken gekauft. Oh, da habe ich wirklich zugeschlagen. Also natürlich die Avocado-Masken, weil ich die wirklich sehr, sehr gerne mag. Also die sind super toll pflegend. Kann ich nur empfehlen. Und alle, die das auch mal ausprobiert hatten, waren auch restlos begeistert. Ich habe davon jetzt 4 Stück, weil Justus ja mit mir immer zusammen diese Maskenabende macht. Das heißt, er kriegt dann auch einen immer. Ja, mittlerweile macht er das auch total gerne. Dann habe ich nochmal andere Masken mitgenommen. Hier so Tiermasken. Mal gucken, ob er Schweinchen möchte oder Katze. Ich glaube, ich gebe ihm Schweinchen. Das sieht auch süß aus. Achso, und dann so diese Propolis-Masken. Die waren runtergesetzt. Gab es so in so einer Grabbelkiste. Habe ich auch zugeschlagen. Gleich 2 Stück. Eins für mich, eins für Justus. Dann habe ich Badezusätze gekauft, weil ich freue mich richtig, dass es jetzt wieder Badesaison ist. Ich habe das richtig vermisst, gerade wenn man so draußen war. Wir sind ja viel unterwegs, also am Wochenende sind wir immer irgendwo auf dem Ausflug. Und wenn man dann nach Hause kommt, dann habe ich immer so kalte Knochen. Ja, das tut dann, es tut nicht weh, oder? Naja, es fühlt sich halt kalt an. Und wenn man sich dann so in so ein warmes Bad legt, das ist richtig toll. Also ich habe ganz viele verschiedene gekauft. Ich habe jetzt einfach nur immer diese Duftprobe hier oben gemacht. Da sind ja immer so Löcher drin. Kann man dran schnuppern und dann habe ich mir das nur nach der Nase ausgesucht. Hier ist noch so eins. Also verschiedene. Dann habe ich mir wieder Duschgel gekauft. Hat auch ganz lecker gerochen. Nektarine. Lecker. Dann habe ich mir mein Make-up geholt. Das ist gar nicht das, was ich haben wollte. Ich wollte eigentlich eine andere Farbe haben. Das ist jetzt Soft Ivory. Vorher hatte ich Porzellan. Aber die Farbe gab es nicht mehr. Jetzt hoffe ich, dass die passt. Sonst muss ich mich wieder auf die Suche machen nach einem anderen farblich passenden Make-up. Das ist ja immer so schwierig. In der Drogerie, aber auch also High-End ist das auch schwierig. Also macht keinen Unterschied. Suchen muss ich eh. Ich hoffe, dass die passt. Eigentlich sieht es ganz gut aus. Dann habe ich Augenbrauenstifte geholt. Wieder 3 Stück. Ich hole sie ja immer so, ne? Ich habe einen hohen Verbrauch, wie man sieht. Ich muss immer viel nachmalen. Und da benutze ich immer nur diese eine Seite hier mit dem Stift. Die andere Seite mit dem Bobbel benutze ich nicht. Ich sage auch jedes Mal dasselbe zu diesen Augenbrauenstiften. Hier ist der Puder dran, das benutze ich immer nicht. Und ich benutze immer die Farbe Medium Brown. Das fragen mich auch immer ganz viele. So, dann habe ich noch... Ach, das habe ich auch noch gefunden. Das ist auch voll süß. Kunststoffaufhänger. Die sind aber nicht so styropormäßig leicht, sondern auch schon so schwerer. Und auch mit Glitzer. Und die wollte ich dann auch an den Tannenbaum hängen. Ja, man muss ja nicht immer nur Kugeln an Tannenbaum hängen, sondern in Amerika, das sieht so krass aus, diese Tannenbäume da. Da haben sie ja wirklich auch Sterne dran, Engeln dran, Flügel dran. Also total krasse Schleifen. Und ja, ich finde das total schön. Ich möchte das dieses Jahr auch mal ausprobieren, ob das bei uns auch hübsch aussieht. Und bald wollen wir auch nochmal in so einen Laden gehen. Da habe ich schon geguckt. Da gab es ganz viele verschiedene tolle Kugeln. Man kann sich ja an Kugeln nicht satt sehen, also da könnte ich gucken und ach, ich liebe das. Auf jeden Fall, verrückt, wovon rede ich hier gerade? Ja, auf jeden Fall nehme ich dich da vielleicht dann auch mit zum Shoppen. Das war's. Mein XXL, obwohl ich nichts einkaufen wollte, es ist plötzlich so viel geworden, aber wirklich ganz viel Deko und richtig tolle Kekssachen vor allen Dingen, darüber freue ich mich. Die Kinder haben einfach auch immer so viel Spaß am Backen und wenn es dann auch noch so richtig süße Keksausstecher sind, dann macht es natürlich noch viel mehr Spaß. Komm, ich zeig's dir nochmal. Hier. Lebkuchenmann. Okay, die Clara ist da. Ich muss auch bald die anderen beiden abholen. Ich muss noch kochen. Ich werde dich heute nicht weiter mitnehmen, weil der Vlog sonst zu lang wird. Das sage ich jedes Mal. Na gut, ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.